ich bin heute bei meiner Oma von Kalinkas Küche und wir machen heute Low Carb Tortilla Chips. Und die sind nur aus zwei Zutaten. Und was sind die das? Mozzarella und gemahlene Mandeln. Und jetzt fangen wir gleich an. Als erstes müssen wir die Mozzarella in kleine Stücke schneiden. Davor haben wir ihn abgetropft und mit einem Papiertuch abgetrocknet. Erstmal machen wir den Herd auf mittlere Hitze an und dann geben wir die Mozzarella-Stücke in die Pfanne. Und die Mandeln gleich hinterher. Dann müssen wir alles gut verrühren. Und wir müssen es so lange vermischen, bis der Mozzarella anfängt zu schmelzen. Bis es bei uns zu so einer Art Teig geworden ist, hat es ungefähr 3 Minuten gedauert. Jetzt geben wir das in eine Schüssel. So, und mit Händen wird Oma kneten, weil Oma spürt schon nicht so toll Hitze wie die jüngeren Hände. Aber es ist nicht schlimm. Es ist ja heiß, aber nicht so, dass kann man sich verbrennen. Wir müssen jetzt dazu so ein schöne, glatte ungefähr so Teig bekommen. Das alles schön gleichmäßig. Willst du probieren? Es ist wirklich nicht zu heiß. Und das sieht schon richtig schön aus. Wie so ein Nussteig. Ich glaube, das reicht. Es ist alles schön gut verrührt. Und bis das jetzt schön lauwarm, meine so Erfahrung, denke ich, jetzt, bis das ja noch so lauwarm, werden wir ausrollen zwischen zwei Stück Papier. Dafür werden wir erstmal ein bisschen Tisch anfeuchten. Und die erste Blatt Papier legen wir auf den Tisch, dass er an den Tisch klebt und nicht uns zusammenrollt. Dann geben wir unseren Teig drauf, ein bisschen mit den Händen machen wir. Und dann legen wir das zweite Stück Papier und Alina, jetzt wird es schön dünn ausrollen. So, Alina hat schon richtig schön dünn ausgerollt. Aber was könnt ihr noch mal dazu geben? Nimmst du das ab, mein Schatz? Ja. Es könnte mal auch nach Wunsch noch mit Salz oder Kräutersalz oder Gewürzsalz oder vielleicht sogar mit dem Paprika das bisschen schärfer machen. Könnt ihr dann nach eurem eigenen Geschmack das anwürzen. Kann man gleich es in den Teig machen, aber wir haben irgendwie vergessen. Aber das kann man alles noch korrigieren, wenn wir jetzt ein bisschen Salzstreuen und noch ganz kurz ausrollen. So, und dann wird es alles wieder. Okay. So, und jetzt können wir die schneiden. Abmachen. Die Folie kann ich. Das Papier können wir gleich nehmen zum Backen. Und hier schneiden. Schneiden wir es mal auf so eine breitere Streifen. Und dann Quadrat.
So, und dass wir Tortilla jetzt bekommen, müssen wir dann die Ecke haben. Jetzt musst du versuchen, so wie du das gemacht hast, über die Ecke. Ja, schön langsam, dann wieder das Klappe. Okay, weiter. Ja, mit Geometrie ein bisschen noch hier. Nicht so richtig, weil die Quadrate auch nicht so genau sind. Eigentlich schlimm. Schmecken werden die so und so. Sehr gut. Du machst weiter und ich kann schon übertragen auf den Blech. Und am besten, wenn ihr das wird ausbacken, auf dem Gitter. Einfach das Papier auf den Gitter geben, dass es besser lüftet. So, schiebst du das bisschen bitte weg. Dann haben wir mehr Platz und können wir beide arbeiten. Und einfach nehmen und auf das Papier legen. Den Backofen haben wir schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und alle Zutaten und was dazu gehört, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. So, das eine Blech haben wir jetzt fertig. Und das können wir jetzt für 8 bis 10 Minuten in den Ofen stellen. 10 Minuten sind vorbei. Und jetzt holen wir unsere Chips raus. Vorsicht, es ist sehr, sehr heiß. So, und jetzt schieben wir noch die zweite auf zum Backen. 10 Minuten haben wir gerade gebraucht. So, unsere erste Portion ist fertig. Und passend zu den Tortilla-Chips findet ihr auf unserem Kanal auch noch ein Rezept für Guacamole und einen Salsa-Dip. Genau. Und wir werden jetzt probieren. Erster. So, erstmal in Salsa. Ich glaube, am besten die warm genießen. Schmecken gut, gar nicht so schlecht wie die. Die sind in die Mitte bei uns, vielleicht muss die so noch dünner ausrollen. In die Mitte sind die so wie Luftblase gebildet und drumherum so knusprig. Erscheint, als dünner die ausrollt man, als die werden richtig so, wie zum Beispiel den richtig, die Ende, richtig knusprig, sogar knacken. So, Lena. Danke für deinen Besuch, danke für dein Rezept. Gerne doch. Schmeckt sehr gut. Und euch wünschen wir viel Spaß beim Nachmachen und wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und alles Gute. Tschüss!